Junge Leute, was geht bei euch? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Bom, 1, 12, 2 Projekt. War wieder ganz ruhig. Gerade heute Morgen aufgenommen. Diese Folge. Und ich befinde mich jetzt im Moment im Haus. Es ist sehr dunkel. Das heißt, wir gehen erstmal schlafen. Mit dem Schwertchen in der Hand, mit der geilen Rüstung an uns dran. So, was machen wir heute? Heute wird erstmal so ein bisschen wieder am Dorf gearbeitet. An dem neuen kleinen Dörfchen. Hier muss noch eine Fackel hin. Oder arbeiten wir am Keller? Entweder am Dorf oder am Keller. Keller ist eigentlich wandenbodenmäßig fertig. Naja. Fast, zumindest. Das kriegen wir auch noch durch. Das kriegen wir auch noch zu. Aber jetzt muss ich erstmal überlegen, was machen wir? Hier am Haus? Hier am Dorf? Oder mache ich im Dorf Dekoratives? Dann müsste ich aber den Baum hier wegmachen. Ich fäll auf jeden Fall erstmal den Baum hier an, weil den Platz brauche ich auf alle Fälle. Der Baum kann mal wirklich stehen bleiben. Dann mache ich hier mal noch weg. Dann mache ich das alles hier nochmal weg. Genau, bis hierhin nochmal weg. Dann kommt hier nämlich auch noch ein Häuschen hin. Ein kleines Häuschen, kein Lagerhaus, sondern sowas zum Wohnen. Am besten zwei Etagen hoch. Mit nochmal so einem Dach, weil diesmal haben wir ja genug Holz dabei. Oder zumindest im Lager. Guck mal, müsste ich hier noch ein bisschen dicht machen. 33 Erde. Da mache ich mal nur hier zu. Fürs Erste. Weil ich habe ja noch richtig Erde auf Lager. Deshalb. Aber das war trotzdem schon zu viel. Haha. So, jetzt wird es gleich einmal vermutlich ganz kurz laut, weil mein Hund bellt mal. Weil meine Eltern waren gerade weg und jetzt kommen die wieder nach Hause und dann bellt der Hund immer vor Freude so richtig. Und das gefällt mir wirklich manchmal, das so zu hören, weil ihr hört es ja auch bestimmt jetzt gerade im Hintergrund. Der bellt vor Freude. Erde. Da ist die Erde. So, über die Brücke. Einmal über die nächste Brücke, über die große. Übrigens, Leute, wird immer noch ein Namen gesucht. Hier. Für das Dorf hier und für das Dorf da hinten dann. Wird noch ein Namen gesucht. Wenn ihr Vorschläge habt oder Namen habt, schreibt es mir unter das Video. Der freut sich richtig, das hört man auch richtig. Das gefällt mir an Hunden. Sowas wie die, so wie die sich freuen. So, dann machen wir mal hier nochmal zu. Hopp, 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 hopp. So, das ist gleich. Ja, das ist gleich. Ja, so. Das ist ein schöner kleiner See. Da hinten haben wir ja unsere kleine Cobblestone-Farm. So, das wird also unser neuer Platz fürs Haus. Das ist nicht recht groß, aber es reicht. Ich kann ja aus allem ein Haus bauen, ne? Und zwar ein bewohnbares Haus. Kann ich wirklich aus allem bauen. Notfalls baue ich ein 3-Etagen-Haus. So, jetzt haben wir hier erstmal Platz gemacht. Jetzt muss ich noch ein bisschen Platz schaffen da hinten. Wird auch schnell gemacht. Also, das ist ja nicht viel Platz. Also, mit Effizienz lässt sich arbeiten. Das ist ja nicht viel Platz, aber immerhin brauche ich noch ein bisschen. So, das reicht ja mal fürs Haus. Ja, das reicht definitiv. Übrigens werde ich auch da hinten hinaus noch bauen. Das heißt, hier muss ich auch noch dicht machen. Ach, je, Leute, da kommt noch ordentlich Arbeit auf uns zu. Aber wer kann, der kann, ne? Wir haben jetzt ja genug Cobblestone. Ich habe noch Holz hier dabei, 29. Ich gehe drüben jetzt nochmal Holz holen. Wir haben ja sehr, sehr viel Holz gefarmt. Und das können wir jetzt einsetzen. Seht ihr, Holz, hier ist genug. Stack nehme ich mal mit. Auch, glaube ich, so viel jetzt. Weil das Haus, das wird etwas anders. Das wird ein bisschen... Ich sag mal, das bekommt eine Etage obendrauf, ne? Also noch eine Etage. Ein 2-Etagen-Haus, wieder mit so einem Dach. Super, also ich finde das genial hier mit dem Dorf hier direkt nebendran, mit dem ich hier abgeschlossen hatte, schon vor ein paar Folgen. Und jetzt hier schon 1, 2, 3 und jetzt das 4. Haus. Und dieses 4. Haus beginnt direkt schon hier. Geht dann
hier hinten hin ungefähr. Und ich muss ja gucken, damit ich das mittig habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, hier kommt der nächste Stamm hin. Weil da kommt hier in die Mitte eine Türe. Ich ziehe schon mal hier drüber. So. Hier in die Mitte kommt dann eine kleine süße Tür. Ich mach mal 16 Stück, weil ich muss ja noch in den Keller neben dran. Na gut, da gehen wir mal schnell runter. Ich mach noch schnell die Decke fertig. Die vier Blöcke da. Und tipp, tipp, tipp. Tipp. Und jetzt ist es endgültig fertig. Jetzt ist das Kellerchen hier endgültig fertig. Nice. Nice, nice. So, jetzt haben wir dieses Haus hier komplett fertig gebaut. Also auch mit Fenster, mit Einrichtung, also Küche haben wir. Und da oben ein Schlafzimmer, Fensterchen haben wir da drin. Jo, passt soweit. Jetzt da drüben das nächste Häuschen. Wieder selbe Eingang oder an das. Ne, hier an der Seite mache ich die Tür dann. Das heißt, das kann ich wieder wegmachen, das kann ich wieder durch Erde ersetzen. So. Ich muss eins. Warte, wie macht man das jetzt? Das soll ja recht breit werden. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann machen wir hier das hier hin. Weil 11, die Mitte müssen wir ja treffen. Und die Mitte ist bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das muss dann hier sein. Das ist die Mitte dann. Hier kommt die Tür hin. Die haben wir ja schon dabei. Und hier kommt die Tür hin. Was ich jetzt natürlich nicht dabei habe, ist der Cobblestone. Das war ein Fehler, den Cobblestone nicht mitzunehmen. Dann müssen wir hier rüber. Da muss ich hier noch jede Menge abschaufeln. Jede Menge, weil hier kommt ja noch ein Raum hin. Das heißt, ich habe mich ein klein wenig verschätzt. Passiert auch mal mir, dass ich mich mal verschätze. Vor allem, das darf mir auch mal passieren, weil ich habe mich schon hier im Projekt zwar relativ oft verschätzt, aber nie so hart verschätzt, dass ich hier wirklich so viel buddeln muss. Erstmal nur oben und dann jetzt, damit es blitzschnell geht. Und so, noch das hier weg. Dann muss ich den hier auch schweren Herzens abreißen. Wollte ich eigentlich nie. Muss ich jetzt aber. So, den bauen wir auch mal weg. Dann 1, 2, 3. Das reicht schon. Dann machen wir hier mal Erde. 1, 2, 3, 4, 5. Da muss noch eine Reihe hinweg. So, jetzt dürfte es passen. 1, 2, 3, 4, 5. Bupp. Ja, passt. Und ja, wie macht man das denn am besten? Ich würde sagen, ich mache auf jeden Fall ein Treppenhaus. Also 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Bupp. So, jetzt sind 5. Da kommt eine Wand hin. 1, 2, 3, 4 brauche ich diesmal nur. Bupp. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5. Bupp. So. Tschup, tschup, tschup. Das machen wir noch nicht. Aber so, hier haben wir mal die Ecken abgesteckt. Natürlich muss ich hier die Ecke auch noch abstecken. 1, 2, 3, 4, 5. Bupp. Blödsinn. Bupp. Jetzt geht gerade die Taste, jetzt spackt gerade ein bisschen Tastatur rum, aber nein, und es ist keine Ausrede, weil sie geht ab und an einfach mal aus. Und die hat so ein Delay. Das finde ich ganz komisch. Das hat die manchmal, ihr seht es ja jetzt, ich drücke durchgehend W, ne? Durchgehend jetzt. Jetzt geht es gerade einen Moment, aber ich sag's, eben ging's, ne? So, aber hier helfe ich mal ein bisschen nach. Weil jetzt ziehe ich nämlich die Stämme hier oben entlang, wo sie hin sollen. Da ist ein Erdblock.
Natürlich ersetzen wir die Erdblöcke durch Cobblestone, ist ja klar. Weil dieses Dorf wird komplett aus Cobblestone, deshalb wird es auch dadurch ersetzt. Hier müssen wir natürlich auch noch ein bisschen Holz setzen. Wupp, wupp, wupp. Dann hier rum. So. Hier rum. Und hier herum. So. Ich gehe mal Cobblestone holen, weil das ist das Aufbaugerüst für das neue Gebäude. Das relativ groß wird. Wie ihr seht, weil ich will ja größere Gebäude. Ich will nicht nur kleine, ich will auch große. Deshalb wird auch mal ein größeres gebaut. Hier Namen gesucht, Leute. Ich zeig's gerne ja, nochmal. Und ich sag's auch gerne nochmal. Namen gesucht für dieses Dörfchen. Ich brauche einen Namen. So, ich nehme mal ein bisschen was an Cobblestone mit. So. Ob das reicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich finde das so geil. Das passt so geil, das Dorf hier. Mit dem Cobblestone, mit den Stämmen an der Seite und mit dem Holzdach. Das passt einfach mega gut. Hier, das war, naja, das hier. Boah, das gefällt mir besser. Aber letztendlich sehe ich, mir gefällt es einfach besser, wenn ich Glasscheiben drin habe. Das ist zwar nicht ganz in mittelaltermäßig, aber oder zumindest in altzeitmäßig, aber mir gefällt's. Machen wir hier drüber, hier runter und weiter. Jupp. Einmal hier. Natürlich, was ich jetzt schon mal machen werde, für den Anfang. Ich werde schon mal hier die Fensterscheiben freilassen. Es gibt ein Dreierfenster. Jetzt habe ich zum Beispiel gedrückt S und D. Nichts. Wie viel hier? 3. 3, 3, 3. Also 3 und nochmal 3. Hier kommen überall Glasscheiben hin. Überall, wo ich die Löcher lasse, Glasscheibe um Glasscheibe. Und hier brauche ich unbedingt nochmal mit der Schaufel durchzugehen. Mache ich schnell einmal durchhuschen, bitte. Muss wieder Baum fällen. Zum Beispiel gehe ich jetzt mal so weit. So. Leute, es gibt nur ein Zweierfenster. 1, 2, 3, 4, 5. Lol. Hätte ich mal ein bisschen aufpassen müssen. Aber ist ja nicht so schlimm. Dann gibt es halt hier auch noch ein Zweierfenster und bupp. Und hier. Bupp. Bupp. Gibt es halt, ja. Auch wieder ein Dreierfenster. So wie ich es wollte. Hier, das machen wir ganz zu. Weil das ist ja das Treppenhaus. Das Treppenhaus bekommt bei mir eigentlich nie Fenster. Deshalb wird das ganz zugebaut. So, dann müssen wir hier. Da ist wieder eine Wand mit Fenster. Ne? Dann haben wir so zwei. So. Ich würde sagen, so. Es sieht einfach schöner aus, wenn du weniger Steine im Gesicht hast. Ich mache mal hier unten den ganzen Boden. Ne? Gucken wir mal, das geht auch wieder ein Dreier. Perfekt. So, erste Etage finito. Gucken wir mal. So sieht die erste Etage aus. Es ist relativ breit. Und eigentlich recht schmal gehalten. Also es ist praktisch in der Größe wie da hinten. Ja, ungefähr. Jetzt muss ich erstmal wieder meine Glasscheiben finden. Und wenn nicht, stelle ich einfach neues her. Ne, ist ja nicht gerade so teuer. Sand gibt es ja hier überall. Aber ich gucke zum Beispiel auch mal hier in der Kiste. Gibt es nichts. Gut, dann gehe ich mal rüber ins andere Haus. Direkt hier nebendran. Guck mal, ob es da in der Kiste was gibt. Ich habe ja oben eine Kiste und hoffe, dass da die Glasscheiben drin sind. Wenn nicht, dann heißt es suchen oder herstellen. Wupp. Und da ist Glas. Aber ich sehe keine Scheiben. Dann stelle ich einfach mal Glasscheiben her. Gehen zwar nur 16 Stück jetzt, aber müssen reichen. Nicht in den Ofen. Gehen. Ach so, ich hatte schon.
Ah, Leute, ich hatte die ganze Zeit welche dabei. Jetzt haben wir 29. Naja, umso mehr, umso besser, weil ich bekomme ja hier noch eine zweite Etage rein. Nein, die zweite Etage wird diesmal nicht direkt das Dachgeschoss. Das Bäumchen da muss auch noch gefällt werden. Können wir ja schnell machen. Schnell auf die Treppe. Dann komm. So. Können wir schnell wieder abbauen. Und das sieht wirklich blöd aus, damit ich hier nur fürs Fenster jetzt frei gemacht habe. Das sieht man richtig. Aber Leute, hier geht es nämlich rein. Hier geht es rein, wollte ich sagen. Aber wir können ja so bauen. Jupp. Bup, bup, bup. Bup. So, jetzt muss ich da drüben, jetzt muss ich mal ins Haus. Weil da hinten. Da hinten muss ich noch eine Scheibe reinklatschen. So, das ist meine erste Etage. Ich sehe gerade Mist, das ist nicht gleich. Werde ich schon hinbekommen. Werde ich schon hinbekommen. Jetzt müssen wir erstmal wieder mächtig, mächtig Holz craften. Weil ich mache meine Durchgänge aus Holz. Und das heißt, hier kommt eine Tür hin. Ja. Jip, jip, bup. Und bup, 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 bup. Ich hoffe wirklich. Ja, das geht mit der Treppe. Das geht. Guck mal, wenn ich die jetzt hier hin klatsche. Hier ist der Anfang zum Beispiel. Dann komme ich hier hoch. Wupp. Ja, locker. Es geht zwar direkt an der Wand entlang, aber was soll's. Hauptsache, ich habe ja eine. Und Hauptsache, das klappt auch. Ohne, dass ich irgendwo unnötig hängen bleibe. Hier. Und ja, wir sind oben. Ich weiß auch, was das heißt. Und zwar, dass ich hier die Stämme noch erweitern muss. Und der Boden wird natürlich. Wie ist man es von mir gewohnt? Aus Holz. Na, und genau deshalb machen wir das auch nochmal. Also fürs dritte Mal ist es schon mal finito. Das ist fertig. Lol. Ah, hier in die Ecke können wir noch eins klatschen. Jo, Alter, dann. Hier unten müssen wir mal noch schnell. Es ist ja nicht mehr viel. So. Muss mal ganz kurz gerade auf den Terminplaner gucken. Gut. Weil er hat sich gerade kurz gemeldet gehabt. Deshalb musste ich kurz drauf schauen. So, was machen wir? Das hier wird vermutlich wieder eine Küchenecke. Die ist aber nur 4 breit. Ah, shit. Alter, machen wir die Küche in die zweite Etage. Machen wir die Küche nach oben. Das ist besser. Sieht am Ende auch noch besser aus, Leute. Ne? So, jetzt legen wir uns nochmal schlafen und dann hole ich nochmal Holz, um nochmal meine Wände hochzuziehen. Und natürlich ziehe ich auch noch Cobblestone direkt. Genügend Glas habe ich nicht mehr. Das heißt, wir müssen mal wieder Sand holen. Wenn ich nicht noch Sand auf Lager hätte. Kohle habe ich auch noch mehr als genug dabei. Also rein da und rein da. Dann lasse ich das durchlaufen im Cut drin und dann können wir ja nächste Folge hier weitermachen an diesem süßen kleinen Häuschen da. Jetzt habe ich die Stämme nicht dabei. Ich wollte auch die Stämme holen. Die sind drüben im Lager. Hoppala, drüben im Lager und die holen wir einfach schnell. Ich weiß, wir sind schon gleich bei 20 Minuten, aber ich werde trotzdem die Wände erstmal oben fertig machen. Damit ja ich schon mal für nächste Folge nicht mehr so viel machen muss, damit ich schon mal was anderes machen kann. Und ja, es sollte meiner Meinung nach alles funktionieren. Cobblestone muss ich kein mitnehmen, Holz muss ich wieder mitnehmen. Also meiner Meinung nach sollte es funktionieren hier in den nächsten paar Folgen, nur noch diesen Monat und ein Teil vom April. Kommt wirklich. So wie es ausschaut, nur noch Minecraft, nichts anderes. Weil, wie gesagt, ich habe meinen Rückzug ja bekannt gegeben aus YouTube. Hat zwei Gründe.
Nicht nur das Berufliche hat auch einen anderen Grund. Und dieser Grund steht in der Beschreibung von dem Video, wo ich meinen Rückzug erklärt habe. Steht es in der Beschreibung, warum ich mich auch noch zurückziehe. Und der Grund, ja, ich glaube, das können sogar einige nachvollziehen, den Grund, aber es ist mein Grund. Es ist einer von den beiden Gründen, warum ich mich zurückziehe aus dieser Szene, so ein bisschen. Halt, ich muss wieder hoch. Und ja, wer es noch nicht gesehen hat, sollte mal das Video aufrufen und in die Beschreibung schauen. Weil, wie gesagt, da steht's drin, auch noch erklärt, einen ellenlangen Text, von mir persönlich. Und ja, ich sage so oft und, aber ja, da steht's halt drin. Warum? Es ist wirklich ein Grund von mir. Es ist jetzt nicht so hergeholt, sondern es ist wirklich ein Grund von meiner Seite aus, dass ich mich zurückziehe. Aber es hat ja immer gehieß, hör auf, lösch das und so weiter und so weiter. Aber davon habe ich mich nicht unterkriegen lassen. Ich ziehe mich ja jetzt nicht deswegen zurück, sondern, wie gesagt, aus beruflichen Gründen ziehe ich mich zurück, weil ich möchte meine Karriere endlich anfangen. Und ich habe die ganze Zeit zurückgestellt, um YouTube zu machen, aber wo jetzt nichts mehr rüberkommt. Zum Beispiel, ich mache mir jede Menge Arbeit und kriege keinen Aufruf auf ein Video, wie in letzter Zeit oft, dann sehe ich auch keinen Sinn mehr, hier weiterzumachen. Und das ist auch ein wirklicher Grund, warum ich mich zurückziehe aus YouTube. Weil ich sage, ich mache mir so viel Arbeit und dann kommt nicht, zum Beispiel kein Aufruf. Seit Wochen auf einem Video drauf, ein Video, wo schon Wochen online ist und dann kein Aufruf drauf. Leute, dann sehe ich auch keinen Sinn, hier weiterzumachen. Und ich verliere jetzt auch in letzter Zeit viele Abonnenten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das an meiner Einstellung liegt, weil ich das Video mal hochgeladen hatte, wie meine politische Einstellung ist. Oder einfach, weil ich kein Fiesta mehr mache. Weil Fiesta, viele wissen den Grund, warum ich kein Fiesta mehr hochlade, weil alleine 60 spiele ich nicht. Ich spiele mit 60 nur noch im Duo, Trio oder zu viert. Weil das wird langweilig. Es wird wirklich langweilig. Und deshalb habe ich beschlossen, ich ziehe mich zurück, weil für mich lohnt sich dieser ganze Aufwand nicht mehr. Weil ich, wie gesagt, nehme mir als mal 4-5 Stunden am Tag Zeit, um Videos zu machen. Bearbeiten tue ich manchmal. Rendern tue ich sie. Und hochladen tue ich sie. Das zieht als mal bis zu 12 Stunden. Und dann kommt keine Rückmeldung, nichts. Dann, wie gesagt, sehe ich auch keinen Sinn mehr, hier weiterzumachen, weil einfach keine Rückmeldung kommt. Das ist mein Grund, warum ich hier Ende oder Mitte April mich zurückziehe. Komplett, fast zu 90% ziehe ich mich zurück aus der YouTube-Szene. Aber in meiner Szene, wo ich drin bin, also Hobby, Motorsport, Fotografie, da bleibe ich voll und ganz drin. Das ist auch der berufliche Punkt. Fotografie, das ist der berufliche Punkt. Weil das mache ich beruflich. Und deshalb, da kann ich jetzt nicht YouTube und Fotografie zusammen machen. Das ist viel zu viel Arbeit. Fotografie, Bilder nachbearbeiten, korrigieren, schärfen, entschärfen und das kostet viel zu viel Arbeit. Und zumindest auch viel zu viel Zeit. Das kriege ich alles nicht unter. Nicht, überhaupt nicht. Und deshalb, wie gesagt, muss ich mich ganz aus YouTube, oder zumindest 90%, zurückziehen. Oh, jetzt wollte ich mal nach dem Glas schauen. Ich weiß, die Folge wird ultra lang, aber ah ja, okay, das ist genug. Ich brauche eine Werkbank, die ist ja direkt daneben. Also Leute, wie gesagt, ich ziehe mich aus YouTube zu 90% zurück aus beruflichen Gründen. Weil ich mache
hobbymäßig Motorsport, da bleibe ich hundertprozentig drin. Da mich kann dort niemand wegbringen. Ich bin dort seit 10 Jahren fast drin. Gut, ich bin dort drin jetzt seit, lasst mich mal schätzen, auf den Monat kann ich kann es auf den Monat genau sagen, aber auf den Tag genau nicht. Monat muss ich mal gucken, bin ich jetzt seit 9 Jahren und, oh, das war ein Fehler. Ich muss mal kurz gucken, also kurz ein bisschen rechnen. Ich bin seit genau 9 Jahren, 9 Monate in der Bergrennszene. Und ich glaube, ich komme sogar auf den Tag genau. Ne, auf den Tag genau kann ich es jetzt nicht sagen. Das wäre mir ein bisschen viel rechnen, aber auf jeden Fall knapp 300 Tage, das kann ich sagen. Also 9 Jahre, 9 Monate und knapp 300 Tage bin ich in der Bergrennszene. Also rund 270 Tage, so grob geschätzt, in der Szene drin. Da kriegt mich auch keiner mehr weg. Ne, da kriegt mich wirklich keiner mehr weg. Rundstrecken, die haben es jetzt bei mir verkackt, weil jetzt kommt ja Hybrid-Kacke. Und die haben es bei mir verkackt. Ich werde ab 2019 keine Rundstreckenrennen mehr besuchen, soweit es Hybridfahrzeuge sind. Oder zumindest Turboteile. Werde ich keine Rennen mehr besuchen, weil unnötig, finde ich. Das heißt 80, 90, 100 Euro für eine Karte für ein ganzes Wochenende und kriegst nur Gepfeife. Ja, lohnt sich nicht. Da kann ich auf ein Pfeifkonzert gehen. Also, wir gehen ins neue Gebäude drüben. Das ist bis jetzt das Größte. Sieht auch geil aus. Ich denke, da kann ich auch mal ein Flachdach drauf machen, ne? Ja, kann ich. So, Leute, aber wir stellen uns ins Treppenhaus. Und ich verabschiede mich aus der Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Zeigt einen Daumen nach oben und bitte reagiert mal drauf. Weil im Moment YouTube wirklich. Ja, mir geht da ein bisschen Motivation weg, wenn ich mir so viel Arbeit mache. Dieses Video zum Beispiel hat mich jetzt schon wieder 1,5 Stunden Arbeit gekostet. Ohne die Aufnahme hier mit dazu zu rechnen. Und dazu keine Reaktion zu kriegen, dann macht's einfach keinen Spaß mehr. Dann ziehe ich mich auch komplett zurück. Naja, und trotzdem seid in der nächsten Folge wieder dabei, wenn ihr es gesehen habt. Bis dann, reingehauen, Leute. Ciao.